Hallöchen, ihr Lieben, euer Trotz 89 mal wieder hier. Ich bin diesmal in der Küche, weil Björn gerade wieder im Büro ist und hier das einzige relativ noch helle Licht ist. Ich mache heute wieder ein Video zu den Ringen, weil ich jetzt den ganzen Schmuck da mal abfilmen möchte, den ich da von Herr der Ringe habe. Ich habe meine ganze Schatztruhe voll, weil ich hatte zu Weihnachten oder habe mir an Weihnachten selber den einen Ring von Thranduil gekauft, den Astring. Danach habe ich mir gedacht, gut, ich kriege ihn noch ganz zu Weihnachten und meine Mama wusste auch nicht, was sie mir schenken soll. Dann habe ich mir quasi den Mickwood, den Düsterwaldring dazu noch schenken lassen. Jetzt habe ich zum Hochzeitstag den Kristallring von Thranduil bekommen. Der einzige, der mir jetzt original fehlt, ist der Schlangenring. Der goldene. Wobei ich den auch nicht ganz so toll finde, weil der ist aus Silber vergoldet. Und wenn das... Ich trage das... Doch, ich würde ihn schon relativ oft tragen und dann ist das Gold einfach schon ab und dann sieht das irgendwann scheiße aus. Und deswegen habe ich mir den bei eBay noch geholt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel der gekostet hat. Der war wirklich nicht teuer. Sieht zu 90% so aus wie der Originalring. Ist aber nicht der Originalring. Den musste ich auch, innen drin habe ich so Draht reingeklebt, zeige ich euch auch gleich, weil der nicht mal zu groß ist. Aber vielleicht, also Elbenwald hatte die jetzt im Sale für 73 Euro, glaube ich, aber nur noch in Größe 65 und ich bräuchte den in 60, wenn nicht sogar in 59 oder 58 und gab es leider nicht mehr, weil die halt alle abverkauft werden gerade. Die Ringe allgemein kosten alle jeweils 199 Euro. Ist ein stolzer Preis, deswegen bin ich froh, dass ich die jetzt noch habe. Die kommen alle in dieser Box. In der... Ich hoffe, die Kamera macht heute mal ein bisschen besser mit. Ja, die Hauptbox. Unten habt ihr noch so einen Text. Jetzt ist er wahrscheinlich falsch rum, also so rum. Und da sind dann die Ringe drin. Der einzige, ich habe ihn zweimal bestellt. Meiner hat irgendwie diese Box ohne das Säckchen, weil das ist jetzt der Milkwood-Ring. Bei allen anderen ist das Milch raus. Also diese Ringröllchen, ich glaube, man erkennt es überhaupt nicht, weil der ja da gar nicht reinpasst. Ich habe die übrigens auch andersrum. Das ist eigentlich der für den Zeigefinger. Ich habe mir den aber in Größe 10 geholt, dass er mir eigentlich an dem Zeigefinger passen würde. Aber ich habe den, also der passt hier nicht, er hat mal gepasst, sagen wir es mal so. Ich habe den kleiner gemacht, weil den anderen gab es nicht kleiner. Und dann fangen wir einfach mal mit dem kleinsten an. Eigentlich war es mal Ringgröße 10 und ist jetzt Ringgröße 8. Der ist ja nicht wunderschön unten so. Also dadurch, dass das so drahtartig ist, konnte ich mir den zurechtbiegen. Und der ist jetzt relativ locker, nur wenn man den eine Weile anhat, nervt der. Ich kann auch die Hand noch beugen, aber es kann sein, dass es nervt. Fokussiert es. Ich hoffe, es funktioniert. Ich finde ihn unglaublich schön. Der ist wirklich wahnsinnig schön. Und eigentlich hat Thranduil den auch an der Hand. Wir können es auch nochmal an der Hand machen. Ich habe jetzt extra auch mein Ehering nicht an, dass ich das richtig filmen kann. Der ist so wunderschön. Das sieht so toll aus. Dann suche ich jetzt mal den nächsten, weil das ist auch so ein Astring. Falsch. Falsch. Richtig. Das war nämlich der erste, den ich mir geholt habe. Ich kann den euch in the Box zeigen, wobei ich befürchte, dass er gleich rausfällt und er in der Hand einfach besser aussieht. Jener hier, der ist unten auch ganz dünn. Ich ziehe ihn einfach mal an, weil der Handfokus jetzt noch besser. Und zusammen sehen die einfach noch viel geiler aus. Also das jetzt von unten, der andere hat halt wirklich sehr wenig. Sind halt immer auch alle handgearbeitet, ne? Und sieht das nicht toll aus? Ich liebe diese Ringe. Das waren jetzt quasi meine Fokussierer. Komm schon. Das waren meine ersten zwei. Die wollte ich mich unbedingt haben. Jahrelang habe ich bei Etsy Ringe gesucht, die ein bisschen aussehen wie so ein Ast. Es gibt eine Firma, ich weiß nicht mehr welche das ist, die macht so Ringe. Da kostet aber auch so ein Mini-Mini-Mini-Ring auch schon 100 Euro. Gut, die kosten jetzt 200, aber da ist viel dran. Guckt euch mal an, wie groß die sind und die sind wirklich schön. Oh, mein Tragus noch. Die sind wirklich unglaublich schön.
jetzt kommen wir zu dem, ich liebe ihn, ich liebe ihn, ich liebe ihn so sehr. Manche meinen vielleicht, der ist ein bisschen rotzig, aber gut, die sind jetzt auch nicht so ohne. Mein Kristallring. Das hat auch wieder die Box. Ich zeige euch lieber an der Hand, weil dann fokussiert die Kamera auch richtig. Ich kann auch beide mal anziehen, weil der letzte ist gar nicht so spektakulär. Der ist jetzt auch in der Box. Das ist auch der einzige goldene. Ich ziehe ihn einfach mal an. Das ist einmal Mr. Kristallring. Das ist satiniertes Glas. Wobei Elbenwald schreibt Edelglas, aber was ist der Unterschied von Edelglas? Das ist der Schlangenring. Gucken Sie das? Der ist jetzt okay, der ist halt Gold, der ist vergoldet. Und bei dem Billigding, sage ich jetzt mal, ist es nicht so schlimm, wenn das Gold irgendwann abgeht. Da finde ich das gar nicht so schlimm. Und der sieht von unten jetzt... Boah. Dieser blöde Fokus so aus. Und der ist unglaublich schön. Ich drehe mich mal mehr in Richtung. Diese Kamera, ey, die fokussiert immer das Falsche. Hier, so. Ich finde ihn wunderschön, wenn da die Sonne drauf scheint. Also bei Instagram, ihr kennt mich. Ich habe unglaublich viele Bilder dann wieder direkt von den Ringen. In der Natur, weil das sind ja am schönsten, wenn das sind ja elbische Schmuckstücke, die sehr viel mit Natur zu tun haben, und dann schmeiße ich die einfach mal ins Gras oder auf irgendwelche Steine oder ins Wasser oder was weiß ich nicht alles. Ja, also wie gesagt, der hier kostet, ich glaube, der hat nicht mal 10 Euro gekostet. Ich muss mal gucken, ob ich das finde. Und die anderen kosten halt 199 Euro. Der, der und der. Und wenn ich den dann irgendwann auch habe, wird er genauso viel kosten. Es sind stolze Preise, aber dadurch, dass die alle handgearbeitet sind, sind sie auch ein bisschen Unikate. Gerade bei denen, die sind vielleicht mal ein kleines bisschen anders gebogen. Das war übrigens Ringgröße 12, der hat mir auf den Daumen gepasst. Was er jetzt nicht mehr tut. Und wie gesagt, man kann die zurechtbiegen, also ich kann die zurechtbiegen. Wenn ihr euch es nicht zutraut, bringt die zum Juwelier. Also gerade bei dem, ich hoffe, es fokussiert. Den hätte man hier unten zum Beispiel auch teilen können, aufsägen können. Den hätte man den zusammendrücken können und dann nochmal neu verlöten lassen können. Muss aber nicht sein, wenn man es nicht unbedingt machen möchte, weil das kostet dann auch wieder Geld. Und 200 Euro Ringe ist blöd. Deswegen bin ich froh, dass ich die noch einigermaßen in meinen Ringgrößen gekriegt habe, dass ich noch umbiegen konnte quasi. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal drauf kriege mit allen. Wahrscheinlich nicht, weil es mein Gesicht fokussiert, aber doch, so geht's. Sind sie nicht wunderschön? Zumindest die drei hier. Der ist auch okay, aber man sieht halt, dass er nicht ganz so wunderschön ist. Ich habe mir jetzt noch die Borsche von Franduil bestellt bei Elbenwald, weil ich die Befürchtung habe, dass Elbenwald ganz viel aussortiert, und gerade vom Hobbit, es fehlt schon ganz viel. Die Brosche mit dem Spinnenkörper von Franduil gibt es nicht mehr. Die Kette, die Brosche von Elrond, Galadriel und so, das gibt es auch alles schon nicht mehr. Deswegen habe ich mir auch die Brosche noch bestellt. Dazu mache ich dann natürlich noch ein extra Video, wobei ich auch noch eine Replik oder noch eine andere Blattbrosche erwarte, und ich mache dann einfach ein Video von allen Broschen, die ich habe. Wobei ich Galadriels Brosche auch schon mal vorgestellt habe. Ja, das waren jetzt auf jeden Fall diese Ringe. Ich hoffe, das Video gefällt euch auch, weil ich bin so einer, ich suchte das im Internet, wenn ich was haben will, will ich sehen, wie es aussieht, will auch sehen, wie es wirklich aussieht. Bei den Ringen, gerade bei dem, gibt es so viele Bilder mit glänzendem Stein, mit komplett mattem Stein. Man erkennt überhaupt nicht, was das für ein Stein ist. Da steht zwar dann dabei, ja, Glas und Kristall und was weiß ich, aber so sieht man das dann nochmal, wie es wirklich wirkt. Ich hoffe, euch gefallen auch die Ringe. Ich sag jetzt nicht, geht los und kauft euch die, weil sie sind für 200 Euro pro Stück sauteuer, wirklich wahnsinnig teuer. Bei eBay kosten die meistens 270 sogar. Aber ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, weil es gibt jetzt auch das erste deutsche Video dazu, weil es noch keine Videos in Deutschland für die Deutschen gibt von den Ringen. Ja, und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, sagen wir es einfach so, weil ich drehe jetzt gerade abends, und bis zum nächsten Video. Tschüss.